Hi, ich bin Fabian Grollimund. Ich habe dieses Buch geschrieben, Vom Aufschieber zum Lernprofi, und würde dir heute gern einen Tipp geben, wie du leichter anfangen kannst. Das ist ein ganz typisches Problem bei Aufschiebern, dass es ihnen nicht gelingt, in die Arbeit hineinzufinden. Aufschieber sagen sich, nur noch kurz, dann fange ich an. Macher sagen sich, ich fange kurz an. Aufschieber nehmen sich oft Großes vor. Der ganze Tag oder zumindest der ganze Nachmittag soll mit Büffeln und Schuften verbracht werden. Nun sitzt er da, der arme Aufschieber, malt sich aus, wie anstrengend das wird, wie sehr er sich wird quälen müssen. Vor diesem Kraftakt benötigt man unbedingt noch ein klein wenig Entspannung, aber nur kurz. Ihr kennt das, oder? Noch kurz den Abwasch machen, kurz einen Tee machen, noch kurz eine Serie gucken und dann geht's dann besser. Und es geht eben nicht besser. Aufschieber haben große Probleme anzufangen. Wieso? Weil sie glauben, bis zur Erschöpfung dranbleiben zu müssen. Sie erinnern sich an den Druck, der mit dem Arbeiten verbunden ist, das Büffeln bis zum Morgengrauen, an die letzte Seminararbeit, die unter Schlafentzug in 3 Tagen geschrieben wurde. Kein Wunder fällt der Einstieg so schwer. Macher gehen die Sache locker an. Sie fangen früher an und sagen sich, ich fange mal an und lerne 10 Minuten. Wenn ich reinkomme, mache ich weiter, falls nicht, höre ich wieder auf. Merkst du, wie viel Druck mit so einer Einstellung von dir abfällt? Sag dir diesen Satz mal laut vor. Ich arbeite ein wenig, wenn ich reinkomme, mache ich weiter, falls nicht, darf ich wieder aufhören. Probier's aus. Stell dir einen Wecker oder den Timer auf dem Handy auf 10 Minuten und beginne zu lernen. Wenn der Wecker klingelt, entscheidest du dich, ob du weitermachen oder abbrechen möchtest. Manchmal wirst du nur 10 Minuten arbeiten, aber hey, das sind 10 Minuten mehr als nichts. In 10 Minuten kann man ein Konzept erstellen, ein paar Gedanken festhalten, 2 Folien lernen und so weiter. 10 Minuten pro Tag sind mehr als eine ganze Stunde zusätzliches Arbeiten pro Woche. Zeit, die man normalerweise vertrödelt hätte. Natürlich kannst du auch mehrmals pro Tag einen Versuch starten. Aber jetzt kommt das Spannende. Manchmal wirst du denken, ach, einen Abschnitt lese ich noch. Das schreibe ich noch auf, so früh gebe ich jetzt nicht auf. Und ohne es zu merken, hast du bereits 1, 2 Stunden mit produktiver Arbeit verbracht. Das ist immer wieder erstaunlich, bei wie vielen Aufschiebern das funktioniert. Also, dass sie sagen, nach diesen 10 Minuten konnte ich einfach nicht aufhören, ich wollte das erste Mal bei diesem Projekt weitermachen. Indem du das Anfangen und das Weitermachen trennst, fällt es dir leichter, den Einstieg zu finden. Das Gefühl, von Arbeit erdrückt zu werden, nimmt ab und damit sinkt der Drang, die Anspannung durch Aufschieben zu reduzieren. Gleichzeitig kannst du dir einen psychologischen Effekt zunutze machen, der bereits 1928 von Maria Ovsiankina untersucht wurde. Die Psychologin ließ Versuchspersonen nacheinander knifflige Aufgaben lösen. Bei einigen Aufgaben unterbrach die Forscherin die Versuchspersonen und forderte sie dazu auf, sich an einer neuen Aufgabe zu versuchen. Die Testpersonen wehrten sich dagegen, einige wurden sogar wütend, über 80% der Personen nutzten die Pause, um diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Besonders erstaunlich, das konnte sogar beobachtet werden, wenn es sich um eine langweilige Aufgabe handelte, die die Versuchspersonen ungern machten und wenn die Versuchsleiterin verboten hatte, die Aufgabe weiter zu bearbeiten. Die Erklärung, wir Menschen möchten Angefangenes zu Ende bringen. Schau, ob es dir ähnlich geht wie den Versuchspersonen, wenn der Wecker klingelt. Vielleicht steckt ja auch in dir diese leise Stimme, die dir dann zuflüstert, hey, ich will das Kapitel noch fertig lesen, lass mich den Abschnitt noch zu Ende schreiben. Das wäre die Übung. Fang kurz an. Erstens, setz dich an eine Aufgabe, also eine, die Widerwillen auslöst, die du vor dir herschiebst. Stell den Timer deines Handys auf 10 Minuten. Drück Start und leg gleich los, arbeite diese 10 Minuten durch. Und wenn der Wecker klingelt, entscheidest du dich frei nach Lust und Laune, ob du jetzt noch weiterarbeiten oder abbrechen möchtest. Viel Erfolg! Wenn du mehr Tipps brauchst, findest du die in diesem Buch Vom Aufschieber zum Lernprofi.